Ich heiße Sie herzlich willkommen zum Einstiegsmodul unseres Trainings. Mein Name ist Barbara Lefz und ich unterrichte an der Pädagogischen Hochschule Steiermark in den Bereichen inklusive Pädagogik mit Fokus Behinderung und Diversität und Inklusion. Und in diesem ersten Modul unseres Kurses wollen wir uns mit einigen Grundlagen von digitaler Inklusion befassen. Und dabei werden wir feststellen, dass diese Grundlagen sofort mit unserem Alltag in Bezug stehen, sowohl innerhalb von Lehren und Lernen als auch ganz allgemein. Das Universal Design for Instruction ist dabei sozusagen der Überbegriff oder die große Klammer, die mehrere Bereiche umschließt, die gemeinsam für inklusives Lehren und Lernen stehen. Und diese drei Bereiche sind das Universal Design, das Universal Design for Learning und die Web Content Accessibility Guidelines speziell für digitales Design. Und wir beginnen jetzt mit dem Universal Design an sich. Dieses Konzept kommt eigentlich aus der Architektur bzw. aus dem Produktdesign. Und es bedeutet, dass Umgebungen oder auch Produkte so gestaltet sind, dass sie das größtmögliche Spektrum von Bedürfnissen von Nutzerinnen und Nutzern abdecken. Das heißt, mit Nutzerinnen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Zugängen und Möglichkeiten können Umgebungen oder Produkte in gleicher Weise, in gleicher Qualität nutzen. Und es geht dabei eben nicht um Spezialanfertigungen für einzelne Gruppen, sondern möglichst alle sollen gemeinsam eine Umgebung oder ein Produkt nutzen können. Das heißt, es soll möglichst alle Bedürfnisse einschließen oder es soll so weit anpassbar sein, dass dies eben hergestellt werden kann. Und als Beispiel denken Sie jetzt einmal an einen Videocontroller, einen Videospielcontroller. Im Universal Design ist dieser Controller so gestaltet, dass Sie ihn entweder mit der rechten Hand bedienen können oder mit der linken Hand oder mit beiden Händen. Und er kann auch so eingestellt werden, je nachdem, ob Sie Ihre Finger sehr schnell bewegen können oder nur langsamer bewegen können. Oder ein anderes Beispiel, denken Sie an ein Bahnhofsgebäude. In einem Universal Design erreichen Sie Ihren Zug ohne besondere Mühen, egal ob Sie jetzt einen schweren Rollkoffer bei sich haben oder einen Kinderwagen oder ein Fahrrad mitnehmen auf die Reise oder wenn Sie einen Rollstuhl benutzen. Und Sie bekommen alle Informationen, Abfahrts-, Ankunftszeiten und so weiter, sowohl hörbar als auch über gut lesbare Anzeigetafeln oder Sie können sie über Ihr Smartphone abrufen. Universal Design bedeutet, dass wir selbst entscheiden können, auf welche Weise wir ein Produkt oder eine Umgebung nutzen und dass wir dafür weder besondere Umwege oder Mühen in Kauf nehmen müssen und auch nicht mehr zahlen. Was ist jetzt der Unterschied in vielen Bereichen zwischen Universal Design und Barrierefreiheit? Barrierefreiheit fokussiert ganz speziell auf Menschen mit Behinderung und schafft Zugänge zu Bereichen oder Aktivitäten, von denen Menschen mit Behinderung ansonsten ausgeschlossen wären. Dabei werden allerdings Menschen mit Behinderung oftmals als eine ganz gesonderte Gruppe wahrgenommen, für die man dann besondere, in Anführungszeichen, Lösungen schaffen muss. Stellen wir uns zum Beispiel ein Theater vor. Die Besucherinnen und Besucher betreten das Theater über eine Freitreppe und gelangen direkt in ein schön gestaltetes Foyer. Und irgendwo hinten am Gebäude versteckt gibt es noch einen gesonderten Eingang für Besucherinnen und Besucher, die einen Rollstuhl benutzen. Und die werden dann über einen kahlen Gang direkt zu den gekennzeichneten Plätzen im Zuschauerraum geführt. Das heißt, Sie können vor der Vorstellung weder mit anderen Besucherinnen und Besuchern plaudern und Sie können auch kein Glas Sekt vor der Vorstellung trinken. Im Universal Design
ist der Eingang zum Theater für alle in gleicher Weise benutzbar. Und das nutzt jetzt nicht nur Personen, die einen Rollstuhl benutzen, sondern auch ältere Besucherinnen und Besucher oder solche, die mit High Heels ins Theater kommen. Damit steht Universal Design für Inklusion wirklich im umfassenden Sinne dieses Begriffes. Und im nächsten Abschnitt werden wir dieses Konzept weiterentwickeln im Hinblick auf Lehren und Lernen.